Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte, aber dann habe ich gesehen, dass Felix ja wieder eine neue Aufgabe für die Schatzsuche hat. Und dann bin ich einfach mal hingeritten und habe geguckt und es ist tatsächlich eine neue Aufgabe, die wir lösen können und deswegen nehme ich das gerade auch noch auf. Die Aufgabe lautet, Suche zwischen Pferden, Terrassen und Trauben. So, das ist unsere nächste Aufgabe. Und irgendwie musste ich bei Terrasse hier hinten an Jarlaheim denken, weil da ist ja so eine Art Café, aber ich glaube das kaum. Weil die letzten Aufgaben, das ist ja eigentlich alles relativ in der Nähe. Also Trauben passt halt eben auch nicht dazu, deswegen dachte ich mehr an dieses Weingut oder wie das heißt, oder Landgut oder was weiß ich. Ja. Deswegen werde ich jetzt einfach mal dahin reiten und nachschauen. Und wenn das Video wieder zu schrecklich ist oder zu lang oder ich finde den ganzen Kram mal wieder nicht, dann muss ich halt öfter wieder schneiden. Ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall einfach mal nachgucken. Schadet ja nichts. Wir haben ja Zeit, ne? Ist ja auch nur mitten in der Nacht. Wie man sehen kann. Das ist, glaube ich, sogar die erste Aufnahme bis auf die Quest, die ich eben aufgenommen habe bei Nacht. Habe ich vorher sonst noch nicht gemacht. Habe immer mittags oder morgens aufgenommen, aber interessiert, glaube ich, auch niemanden. Jetzt sind wir hier nämlich auf dem Silverglade Land. Ach, Landgut oder Weingut? Weingut. Das ist Weingut. Das würde halt Sinn machen wegen den Trauben. Aber wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich renne wie immer einfach mal erstmal planlos durch die Gegend, weil das hat mir bis jetzt immer gut geholfen, ne? Wie man in meinem allerersten Video auch sehen konnte. Klappt echt immer supi. Gerade so ein kleines bisschen Bedenken, dass das hier richtig war. Doch, es war richtig. Wow. Cool. Cool, cool. Wir suchen und wir finden natürlich nichts. Ich wusste es. Ich bin Hellseher. Okay. Dann reiten wir mal wieder hier runter. Runter und rüber und hoffen, dass wir hier das nächste finden. Und ich habe da hinten in der Ecke auch schon was gesehen. Wir suchen und wir finden nichts. Ja. Drehen, drehen. So, da hinten ist nämlich wieder was. Das habe ich eben schon gesehen. Nein. Nicht vorbeirennen. Oh, nichts gefunden. Die Sache ist, jetzt reite ich jetzt hier runter oder reite ich da hoch? Ich bin so ein bisschen... Ich reite erstmal hier runter. Oh, das war die richtige Entscheidung. Ich habe das Gefühl, ich bin hier heute relativ schnell wieder durch mit Suchen. Suchen, suchen. Nichts gefunden, aber das macht nichts, denn wir haben ja... Wir sind wenigstens auf der richtigen Spur. Hier könnte jetzt meinetwegen auch gerne sein, der Schatz. Aber das möchte das Spiel anscheinend nicht, dass ich heute so schnell durchkomme. Also habe ich das Gefühl, dass wir jetzt aber in die richtig falsche Richtung, in die richtig falsche Richtung reiten, ja. Ich muss mal überlegen. Aber hier oben gibt es ja auch noch so ein Weingedöns hier nämlich. Hüpf. Ja, gibt es zwar, aber bringt anscheinend nichts. Vielleicht muss ich das Video doch noch schneiden. Na, das sah doch eben so gut aus. Ja, hier ist auf jeden Fall erstmal nichts. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal zurückreiten. Hätte sein können, weil hier wird ja auch anscheinend... werden auch Trauben angebaut. Aber... irgendwann werden wir es schon finden.
Bin ich mir sicher. Oh, da hinten ist ja sogar noch was. Da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber gut, dass ich in die falsche Richtung erstmal geritten bin. Aber es hat natürlich auch nichts gebracht, aber da hinten geht es direkt weiter, zum Glück. Ich frage mich... Tada! Gefunden! Und jetzt geht es auch schon wieder zurück zu Silverclade und Felix, der uns das Geschenk, den Schatz überreichen wird. Und das hier war wieder mein Fehler, okay. Ich frage mich auch immer, wie viele Suchfelder es wohl überhaupt gibt. Und wo lange ich hier reite, frage ich mich auch gerade. Also es gibt ja einige von diesen Suchfeldern. Ist das immer dieselbe Anzahl? Oder sind das immer... Na, ich glaube, ich stelle mir gerade wieder zu viele Fragen, die ich eh nicht beantworten kann. Es sei denn, ich würde halt jedes Mal voll... Ja, mir merken, wie viele Felder ich schon abgesucht habe, aber das werde ich nicht machen, weil das ist... Obwohl, mal sehen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann könnte ich mir wenigstens ausrechnen, wie lange ich noch brauche, bis ich am Ende diesen Schatz gefunden habe. Ah, das war jetzt echt witzig. Ich habe das total vergessen, weil ich jetzt irgendwie angefangen habe, normale Let's Plays zu machen. Also von den Quests. Und darüber habe ich irgendwie die Schatzsuche gerade total vergessen und dann nur durch Zufall irgendwie nochmal bemerkt, ah, da war ja noch was, was du machen wolltest und... Naja. Hat sich ja wenigstens so ganz gut ergeben. So, dann sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Und bei Felix angekommen. Du hast den Schatz gefunden, Glückwunsch, und hier ist deine Belohnung. Und wir haben wieder ein Oberteil erhalten. Und es sieht... das nicht, das ist... Das ist es. Das Oberteil haben wir heute bekommen. So, ich hoffe, euch hat die Schatzsuche gefallen. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal.